Hallo, willkommen zurück zu einem weiteren crazy Video. Heute zeige ich euch unglaubliche Mechaniken, unglaubliche Geschichten über Scoreboards. Heute geht es wirklich nur um Scoreboards und vor allem erstmal nur um das simple Scoreboard-Dummy, denn der Scoreboard-Befehl hat erstmal so einige krasse Mechaniken drin. Ich talk einfach heute ein bisschen, ihr könnt euch ein bisschen relaxen lassen, könnt euch mal das anschauen. Vielleicht gibt es da ein paar Dinge, die ihr noch nicht kennt und vielleicht seid ihr komplett neu und deswegen habt ihr keine Ahnung. Heute geht es um den Scoreboard-Befehl, das heißt der Scoreboard-Befehl. Was ist eigentlich ein Scoreboard? Was bedeutet das Wort Scoreboard eigentlich? Im Endeffekt ist es ja sozusagen eine Art Leaderboard, eine Art Liste von verschiedenen Werten, die bestimmten Entities zugeordnet werden. So kann man das beschreiben. Das heißt also quasi, man kann sagen, Spieler 1 hat den und den Score, Spieler 2 hat den und den Score, die Kuh hat den und den Score und je nachdem kann man unterschiedliche Commands logischerweise auch ausführen. Ich habe ja im letzten Video gezeigt, wie man mit einem Score selecten kann, also ob jemand so und so viel Score hat oder von bis oder ab oder mindestens oder maximal. Geht ja alles. Und mit Scores kann man einiges noch mehr machen. Vor allem, weil es dafür auch verschiedene Scoreboard-Objectives-Arten gibt. Also es gibt, wenn ich jetzt zum Beispiel Scoreboard-Objectives-Add mache, und ich nenne es zum Beispiel einfach mal, Tutorial. Und dann kann ich hier auswählen, was es ist. Und was wir heute uns anschauen, wäre das Dummy. Das heißt, wir können es nur mit Commands editieren und sonst mit gar nichts. Hier gibt es aber noch andere Variationen. Und ich will euch das Ganze vorweg nochmal sagen, damit ihr das schon mal wisst. Falls das Video erst später kommt, das nächste. Es gibt hier zum Beispiel Air. Die triggert automatisch, je nachdem, wie viel Luft ihr habt. Das wird direkt von der MBT-Daten von dem Spieler gegrabt und geguckt, ah, so viel Luft hat er noch. Da gibt es Armor, das zeigt, wie viele Armor-Punkte, also wie viele Rüstungspunkte ihr oben unten anhabt. Also quasi, wenn ihr, keine Ahnung, 4 Punkte habt oder so. 4 heißt im Endeffekt 2 ganze Rüstungen. Also eine halbe Rüstung ist immer ein Punkt. Genauso wie mit Health gibt es auch, oder Food gibt es auch. Es geht immer von 0 bis 20 normalerweise. Logischerweise könnt ihr Attributen von Werkzeugen oder von Rüstungen euch die Leben hoch oder runter setzen. Und dann geht das natürlich noch über 20 oder unter 20 als Maximalwert. Also das geht auch alles. Man kann Death Count machen, wie oft man gestorben ist und je nachdem es dann auch wieder resetten, logischerweise. Wenn man Sachen kaputt macht, wenn man Sachen benutzt, also Minecraft.used. Und vor allem, wenn ihr noch mehr Optionen haben wollt, geht ihr auf Minecraft.custom. Ja, ihr könnt auch übrigens gucken, ob ihr was gecraftet habt, was auch ziemlich cool ist. Aber Minecraft Custom, und wenn ihr dann Minecraft Doppelpunkt angibt, dann seht ihr hier richtig viel Scheiße. Also es gibt dann Animals Bred, ob ihr quasi ein Tier gebredet habt. Ja, ob ihr Aviators mit der Elytra fliegt, oder wie weit ihr mit der Elytra fliegt, das triggert sozusagen durchgehend, zählt hoch, während ihr mit der Elytra fliegt. Da gibt es so viel Mist, ob ihr eure Rüstung oder euer Banner im Cauldron ganz macht, oder wieder sauber macht. Ja, ob ihr klettert. Ich glaube, das ist tatsächlich mit Vines und Leitern gemeint. Ob ihr croucht, ob ihr, weiß ich nicht was. Es gibt alles. Es gibt wirklich alles bei Minecraft.custom noch, falls ihr bei den normalen Sachen das nicht findet. Das wäre es aber jetzt. Erstmal heute geht es wirklich nur um Dummy, weil wir heute nur damit arbeiten wollen. So, okay, ich erinnere mal ein neues Objective, das heißt Dummy. Das heißt, das ist Tutorial. Jetzt kann ich mir das auch anzeigen lassen, nämlich mache Scoreboard, Objective, Set Display, Sidebar, Tutorial. Und dann habe ich das an der Sidebar, aber ihr seht, ich habe keinen Spieler da, deswegen wird sie auch erst gar nicht angezeigt. Das heißt, ich kann mir mit Scoreboard Players Set beispielsweise, @s mache ich einfach mal, ich kann noch Halbzwilling schreiben, @s bin ja immer ich selbst, das kennt ihr ja noch, Tutorial auf 10. Dann seht ihr, ich habe hier rechts, da, den, ich kann, muss mal ganz kurz, so, jetzt seht ihr es besser. Jetzt habe ich das Tutorial Score auf 10. Ich kann übrigens mit F3 und D den Chat immer löschen, weil das wird langsam ein bisschen viel. Manchmal, wenn es zu voll wird, mache ich das einfach, nur falls ihr euch fragt. Genau. Das heißt, ich kann Scoreboard Players Add zum Beispiel auch machen. Add A zum Beispiel, Tutorial 1. Ich bin ja der einzige Spieler. Und das kann ich mir immer erhöhen. Das kann ich natürlich auch in solche Command-Blöcke oder beziehungsweise auch in Datapacks und Funktionen packen. Das funktioniert auch. Und genauso mit Add kann ich auch genauso gut Remove machen. Das heißt, also quasi, ich kann mir das auch wieder entfernen. Das heißt, damit kann ich schon mal arbeiten. Man kann setzen, man kann adden und man kann removen. Das heißt, wir können auf jeden Fall relativ flexibel die Zahlen hier bearbeiten. Aber dann gibt es natürlich noch mehr. Natürlich gibt es noch mehr. Ja, es gibt zum Beispiel Operation. Und mit Operation kann ich meinen Score mit einem anderen Score, ich kann damit rechnen sozusagen. Beispielsweise, wenn ich jetzt mal Folgendes mache, ich mache mal Scoreboard, Players, Set und jetzt nehme ich irgendeinen random Namen, ich denke mir einfach einen aus und sage ihn einfach mal, ich nenne ihn einfach mal 2, Tutorial und setze ihn auf 2. Jetzt ist ein Spieler da, der heißt 2. Den gibt es gar nicht wirklich, das ist einfach nur ein Fake-Player. Aber jetzt kann ich hergehen und sagen,
Scoreboard Players Operation. So, und ich möchte bitte vom, ich möchte bitte Halbzwilling-Score mal den Score von 2 im Tutorial haben. Ups. So. Mal den Score von 2 im Tutorial haben. So, und dann seht ihr, ich habe jetzt gerade den Halbzwilling-Score, also das hier ist immer die Zahl, die verändert wird, die erste, mal die 2 genommen. Ich hab mein Score quasi gerade verdoppelt. Und wenn ich im Endeffekt hergehe und dann sage, Scoreboard Player Set 2 auf 3, was natürlich ein bisschen, Tutorial auf 3, ist natürlich ein bisschen Quatsch, aber dann kann ich jetzt mit dieser Operation meinen Score direkt verdreifachen. Oder wenn ich es auf minus 3 setze, ja, dann kann ich ihn jetzt verdreifachen und gleichzeitig immer invertieren, immer auf minus oder auf plus packen. Das heißt, mathematische Funktionen sind auf jeden Fall möglich. Das geht klar. Das ist richtig easy peasy. Und was man auch machen kann, ist zum Beispiel Scoreboard Players Get at S machen und Tutorial. Und dann kann ich direkt gucken, okay, mein Score liegt gerade bei 1.023.516. Ja, das kann ich auch gucken. Aber allenfalls also, mache ich erstmal wieder Scoreboard. Ups, Scoreboard Players Set at P Tutorial 10 und 2 Tutorial auf 2. So, machen wir weiter. Ich kann mit Scoreboard Players Get meinen eigenen Score getten. Also quasi, ich kann Scoreboard Players Get Halbzwilling Tutorial machen und er sagt mir aus, Halbzwilling hat den Score von 10. Ich könnte aber auch mir einfach mal ausgeben lassen, welchen Score 2 hat. So, ich habe 2. Wie kann ich jetzt das, was ich gette, mir auch noch in meinen eigenen Score reinpacken? Sorry für das Auto. Das geht mit Execute Store. Und ich will normalerweise nicht Execute Store ansprechen, aber das Dumme ist, wie eigentlich immer beim Mapmaking, hängt das eine mit dem anderen zusammen. Und bevor ich euch jetzt Execute eigentlich komplett erkläre, kann ich euch sagen, wenn ich jetzt Folgendes mache. Execute Store, ja, Result und dann Score. Und dann sage ich S, also mein eigener Score, Tutorial. Und dann mache ich Run und dann mache ich genau diesen diesen Befehl nochmal. Score Players Get. Das heißt, das, was auch immer hier mir als Result ausgegeben wird, deswegen steht hier unten Result und nicht Success. Success ist meistens immer nur 1 und 0, hat es geklappt oder nicht. Bei Result ist es, was genau steht da. Und mein Result war ja, Get 2, ne, genau, hier, 2, Has 2. Also dieser Output wird jetzt in meinen Score gesetzt, weil ich nämlich hier gesagt habe, dass der Result von Score, dass das gestored wird, der Result davon, in dem Score von mir selbst, in dem Scoreboard-Tutorial. Mega kompliziert. Also ich komme schon durcheinander, wenn ich euch das erkläre. Das heißt, execute store result sagt, dass quasi mein Score, den ich jetzt, also was auch immer hier jetzt rauskommt bei dem Command, wird bei mir selbst im Score-Tutorial eingespeichert. Das heißt, wenn ich das jetzt eingebe, bam, kriege ich jetzt genau den Score, den 2 hat. Im Endeffekt kann man da auch eine Scoreboard-Operation für machen, aber es ist gut, es im Hinterkopf zu behalten, weil man execute store sich, das ist im Endeffekt das, was früher Stats war. Ja, das ist sozusagen das. Nur falls ihr das von 1.12 updaten wollt auf die 1.13, das ist execute store. Und das Coole ist, dass execute store noch ein bisschen mehr kann, als es nur in Scores packen, sondern da kannst du sogar in Boss-Bars, in Entities und in Blöcke reinpacken. Das ist crazy. Blöcke waren ja vorher auch klar und Scores auch, aber Entities, das heißt nicht einfach, dass ich den Score vor einer Entity bearbeite. Das heißt, dass ich die MBT-Daten von einer Entity bearbeiten kann. Mit einer gewissen Zahl. Ich kann zum Beispiel die Farbe von einem Schalke ändern. Aber dazu, Execute Store machen wir nochmal wann anders. Das ist crazy. Alle Leute, die jetzt Profis sind, können natürlich jetzt gerne reinhören. Übrigens, ich glaube, wer hat mich gefragt? Kilion hat mich gefragt. Kannst du mal ein bisschen den Tipps für Profis noch geben? Klaro. Hau ich noch nebenbei raus. Übrigens, wie gefällt die Musik im Hintergrund? Ist die nice? Ich hoffe es mal. Ich will ein bisschen mehr One-Taker machen und die One-Taker-Videos sind einfach die geilsten momentan. Ich weiß nicht, die machen so wenig Arbeit, ich kann die jeden Tag raushauen, weil ich momentan ja noch Studium habe nebenbei. Auch wenn ich es ein bisschen schleifen lasse. Aber ist ganz cool. Okay, was haben wir noch? Scoreboard. Players. Reset geht natürlich auch. Und dann kann ich natürlich wieder Add A machen. Dann kann mich resetten. Was ist jetzt aber, wenn ich einen Offline-Spieler habe? Was ist, wenn ich jetzt möchte, dass ich alle resette nach einem Game und nicht möchte, dass sein Score gespeichert wird, auch wenn er nicht mehr online ist? Dann mache ich ein Sternchen hin. Das gibt es nämlich auch, das wissen die wenigsten. Bam, wenn alle resettet, auch alle Fake-Player, alle Entities, alles. Jeder Score wird da rausgenommen. Bam. Kann ich wieder Set at S, Tutorial auf 10 machen. Und logischerweise kann ich natürlich auch von einem Tutorial von einem Scoreboard zu einem anderen Scoreboard gehen. Deswegen kann ich mir ja gerne Scoreboard Objectives add. Und dann zum Beispiel, keine Ahnung, anderes
So, das ist mein anderes Scoreboard. Und das ist auch wieder ein Dummy. Und jetzt machen wir folgendes. Scoreboard Objectives Set Display. Machen wir mal List. Anderes. So, wo habe ich das Scoreboard jetzt gespeichert? In der Tab-Liste. Ey, ist ja praktisch. Man kann... Mir fällt diese eine die ganze Zeit raus. Diese eine dumme... Ist voll nervig. Stört euch das auch schon die ganze Zeit? Das Problem ist, hier habe ich jetzt wieder mein Padding gefunden dafür. Mit dem anderen fehlt es leider. Das sind auch gar nicht meine Kopfhörer, die gehören nett und die habe ich dann kaputt gemacht. Ich bin echt ein schlechter Freund. Okay. Mann. Wir haben jetzt sozusagen unser Scoreboard in der Liste gemacht. Und obwohl gar kein Spieler online ist, kann ich jetzt trotzdem Tab drücken. Das ist ganz cool. Und da habe ich meinen Score drin. Das ist eigentlich eine richtig praktische Sache, falls ihr irgendwie ein Highscore-Game machen wollt. In der Liste sind die Scores am besten aufgehoben da oben. Das ist am wenigsten nervig, weil man sie immer an- und ausschalten kann, wie man Bock hat. Ganz cool eigentlich. Das ist sozusagen das. Ich kann jetzt auch hergehen und sagen, Scoreboard Player Set at P anderes auf 100. Und dann sehe ich das da oben. Und jetzt kann ich natürlich wieder mit Scoreboard Operations anfangen und sagen, jo, Scoreboard Players Operation und sage, jo, ich möchte, dass mein anderes Score mal den Score von mir selbst im Tutorial genommen wird. Das heißt, mein Score war vorher 100 da oben. Ich kann mal nachgucken. 100, und er wird jetzt mal 10 genommen. Bam. Und dann ist er bei 1000. Jetzt ist er bei 10.000, jetzt ist er bei 100.000. Das funktioniert, das ist richtig geil. Statt Plus kann man kann natürlich auch Minus nehmen zum Beispiel. Minus ist gleich, Tutorial, genau, da wird natürlich jetzt immer 10 abgezogen. Kann natürlich auch durch, wird immer durch 10 genommen. Auch vielleicht ganz praktisch, weil es ja Integer sind. Ihr könnt natürlich, pass auf, viele Leute, die programmieren können, die wissen natürlich, dass man das Integer keine Kommazahlen haben. Und damit kann man natürlich auch richtig coolen Shit anstellen, wenn man Sachen dividieren kann durch 10 oder halt mal nehmen kann mal 10, weil da man sozusagen solche Sachen wie Zahlenfolgen und sowas abspeichern kann. Das ist eine sehr, sehr komplizierte Sache. Ich kann jetzt leider auch keinen genauen Nutzen dafür in Minecraft gerade aus meinem Popo ziehen, weil ich leider gerade keine Ahnung habe, was man damit sonst anfangen kann. Aber ich kann mich an diese dummen Java-Aufgaben erinnern, auf CodingBad, wo man genau das machen musste, wo man Sachen durch 10 dividieren muss. Und ich glaube, es gibt leider... Nee, es gibt kein Modulo, ne? Nee. Was ist das denn? Größer oder kleiner? Hä? Das heißt also, Hauptsache ist nicht gleich, oder wie? Das ist interessant. Okay. Das heißt, es soll nicht gleich das andere sein. Ich tausche die Scores? Hä, das ist neu. Das ist ja cool. Man kann die Scores einfach austauschen. Seht ihr das? Ist das gewollt? Ist das genau das, was es machen soll? Was ist, wenn ich meinen Tutorial-Score auch auf 99 setze? Ja gut, logisch, aber passiert ja nichts. Das ist ja cool. Also jetzt wisst ihr, wie ihr die Scores tauschen könnt. Hä, das wusste ich gar nicht. Krass. Ist das ein gängiges Symbol dafür? Ich glaube nicht, ne? Warte, Moment. Das ist ein Prozentzeichen. Das ist ein Modulo. Ich bin ja auch bescheuert. Ich habe das ja auch schon probiert. Natürlich. Wenn ich das Tutorial Modulo was anderes nehme. Warte. 10 durch 99. Kommt 10 raus? Weil... Moment, was ist, wenn ich es andersrum mache? Ich habe leider gerade spontan vergessen, wie Modulo funktioniert. Da kommt 9 raus. Weil 10 Modulo, der Rest ist 9. Ja, genau, also quasi der Rest, der bei einer Division von diesen zwei Zahlen rauskommen würde, ist 9. Das ist interessant. Das ist ganz cool, weil dann könnt ihr nämlich schauen, wenn dieser Score, also ihr könnt es ja logischerweise dann wieder mit Execute Store verbinden, und wenn dann der Score... Also, das ist vor allem praktisch, wenn ihr Execute Store nehmen könnt, dann könnt ihr nämlich da noch ein drittes Objective nehmen, was ihr dann direkt bearbeiten könnt. Das Coole ist, dass wenn da nämlich ein Rest rauskommt, man kann nämlich so schauen, yo, wenn ich das immer durch 2 teilen würde, ne, nicht durch 2 zum Beispiel, von 2 bei Tutorial, falls wir immer noch dieses 2 hätten, diese 2 hier, könnten wir dann bei dem Modulo testen, ist diese Zahl durch 2 teilbar und je nachdem können wir dann Sachen machen oder nicht. Zum Beispiel. Auch richtig cool. Ich habe zum Beispiel gemacht, ob die durch 3 teilbar ist, weil ich nämlich ein Bausystem für Fortnite machen wollte. Ich wollte so ein Fortnite-Bausystem machen. Mittlerweile hat sich herausgestellt, dass es schon jemand anderes macht. Dass man quasi immer nur in diesem 3x3-Blockgrid arbeitet. Und dann habe ich halt immer geguckt, okay, ist die Koordinate, wo ich gerade hinschaue, in einem 3x3-Blockgrid und wenn nicht, dann gehst du entweder einen Block nach links oder einen Block nach rechts. Das ist richtig cool. 10 von 10. Kann man alles Mögliche machen. Das ging auch mit Modulo.
Wusste ich leider nicht, habe ich dann anders gemacht. Aber ja, ihr könnt es plus, minus, mal geteilt, modulo, größer, kleiner oder gleich machen oder halt austauschen. Was ganz cool ist, was passiert eigentlich, wenn ich das größer mache? Natürlich, wenn ich quasi sage, yo, ich möchte, dass das Tutorial, genau, dass das andere größer ist als Tutorial. Dann setzt er ihn auch auf 10. Was? Größer gleich, gleich größer. Größer, größer, einfach nur gleich. Komisch, ist auf jeden Fall weird. Das sind die Operations. Ja, ist crazy. Ansonsten haben wir noch List. Aber, ich meine, ich kann auch einfach gucken, was ich für Scores habe, so. Das ist eigentlich ganz nice. Dann könnt ihr, also erst könnt ihr anschauen, welche Spiele haben einen Score. Und dann könnt ihr, wer genau reinschaut, sagen, welche Scores hat er denn in allen Objectives. Was auch mega nice ist tatsächlich. Kann ganz praktisch sein für Debugging. Aber, und das war's eigentlich auch schon. Enable ist noch sowas für Trigger Objectives. Ist folgendermaßen, also man kann Scoreboard Objectives add und dann zum Beispiel Trigger und mit von einem Typen Trigger halt machen. Und dann ist es folgendermaßen, dann haben Leute das Recht, ihren eigenen Score mit diesem Trigger-Command zu bearbeiten. Das heißt, quasi, ich kann jetzt quasi Trigger und dann Trigger 1 oder beziehungsweise Set 1 machen oder sowas. Aber ich kann es nicht triggern, weil ich nicht enabled bin. Deswegen kann ich Scoreboard Players Enable at A zum Beispiel machen und dann Trigger. Und dann kann ich jetzt hier sagen, Trigger und dann einfach, ich kann einfach nur Trigger machen, dann werde ich getriggert. Und dann, warte, kann ich Scoreboard das jetzt besser bei Trigger. Das ist quasi, kann ich das vorstellen, indem ich nochmal mich enable und ich trigger einfach nur, dann kann ich mich automatisch um 1 erhöhen, wenn ich das nur so als Kurzform mache. Eine Sekunde, ich enable mich nochmal. Aber ich kann auch Set zum Beispiel zu irgendeiner Value machen. Und das ist ganz praktisch, weil man das mit Büchern oft verwendet. In Büchern kann man ja logischerweise, wenn man sich ein Buch gibt, kann man sich so ein On-Click-Event machen, wenn man auf einen bestimmten Text drückt. Und wenn man den Spieler dann mit diesem Trigger-Enable, das Trigger-Scoreboard durchgeben in der Funktion Enabled, dann haben die Spieler das Recht, ihren Score frei zu ändern mit einem Command oder halt eben, indem sie auf ein Buch klicken, auf einen Text da drin. Und je nachdem, welchen Score man hat, könnte man dann sozusagen sagen, yo, wenn du den Score 2 hast, wirst du da und dahin teleportiert. Wenn du den Score 3 hast, wirst du da und dahin teleportiert. Wenn du den Score 4 hast, wirst du da und dahin teleportiert. Und sobald du den Score 4 oder irgendwas über 0 hast, wirst du danach wieder zurück auf 0 gesetzt. Und dann kann man sozusagen eine Art Scoreboard-Shortcuts damit machen, was auch ziemlich nice ist. Und das ist sozusagen alles, was ich dazu sagen kann. Das ist Scoreboard. Scoreboard ist echt extrem simpel. Wirklich. Ihr braucht da gar keine Angst vor haben. Ihr müsst einfach nur Leuten irgendwas adden. Und wie gesagt, es gibt extrem viele verschiedene. Ihr könnt natürlich einfach Scoreboard Objectives add sneak machen und das ist dann minecraft.custom.minecraft.crouch. Ich glaube sneak time oder sowas gibt es genau. So, und dann kann ich Scoreboard Objectives halt bei sneak machen und sehe immer, wenn ich sneake, egal ob ich auf dem Boot bin oder nicht, es geht hoch. Und dann kann ich damit arbeiten. Dann kann ich sagen, dann nehme ich mir hier so ein Scoreboard. Also stell euch vor, das ist eine Funktion. Und dann sage ich execute as at a scores sneak ist gleich mindestens 1. Add at s run say hi. Oder keine Ahnung, particle cloud. So, macht er so ein Cloud-Partikel über sich. Und dann machen wir so Scoreboard players. Ups, Scoreboard players. Reset at R scores und dann sneak ist gleich mindestens 1. So, und dann kann man das einfach mal anmachen. Und dann seht ihr, wenn ich sneake, mache ich Partikel und wenn nicht, dann nicht. Und so kann ich Player-Input testen. Es gibt natürlich auch ein Scoreboard für Jumps oder für alles Mögliche. Und das könnt ihr dann in dem Fall so machen. Ich werde nochmal extra ein Tutorial zu diesen Triggern machen, wie die funktionieren, wie diese unterschiedlichen Scoreboard-Types funktionieren. Probieren wir alle mal ein bisschen durch, beziehungsweise ein paar davon, damit ihr die sehen könnt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Anfänger-Tutorial. Ich hoffe, dass euch das gefällt. Die Anfänger-Tutorials werden echt gern gesehen, tatsächlich. Ich mache davon auf jeden Fall noch ein paar mehr. Müsst auf jeden Fall das Feedback da lassen. Müsst die Likes da lassen, die Kommentare. Mache ich es doch gerne weiter. Ich habe auch eben, ich habe auch geschaut bei Social Blade. Wir machen auf jeden Fall Abos Plus. Dankeschön. Ich bin richtig happy. Richtig gute Aktion. Jetzt könnt ihr natürlich gerne noch ein paar Videos schauen oder mich abonnieren, damit ich noch mehr Abos Plus mache. Oder weitere Videos. Tolle Videos schauen, die alle super sind miteinander. Alle sind toll. Ich kann mich gar nicht entscheiden. Das sind so viele tolle Videos dabei. Schaut auf jeden Fall jetzt rein. Gönnt euch. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Bis dann. Ha!